Ich liebe die Dinge über alles. Ich mag die Zangen, die Scheren. Ich schwärme für Tassen, Servietten, Ringe, Suppen, Schüsseln, vom Hut ganz zu schweigen. Ich liebe alle Dinge, nicht nur die höher stehenden, sondern auch die unendlich kleinen, sondern auch die unendlich kleinen. Bei meiner Seele ist der Planet schön. Ist der Planet schön? Ist der Planet schön? Ist der Planet schön? Die Nacht ist schwarz und chill. Erzähl mir was. Eine Narbengeschichte. Die da über deiner Stirn. Woher hast du die? Also gut. Mein bester Kumpel Ernest und ich, wir machen eine Rutsch-Challenge. Treppengeländer, 7. Stock. Preparados, listos. Ja, ich nehme locker die erste Kurve mit vollem Flow. Was für ein Trip. Ja! Auf einmal ist alles schwarz. Ernesto flucht irgendwas auf Spanisch. Ist es Blut da über meinem Auge? Ist es Blut da über meinem Auge? Blaulicht, nice. Ich wollte immer einen Krankenwagen fahren. Ernesto auch. Krasse Lichter, die mich plötzlich blenden. Ein riesen Weiß fuchtelt mit einer Nadel vor meinem Gesicht rum. Mit wie vielen Stichen wurdest du genäht? Ich weiß nicht. Da habe ich gepennt. Voll Narkose. Nein. Mein Vater. Dein Vater? Mein Vater war auf einmal da und brummte mir ein Lied ins Ohr. Was denn für ein Lied? Es war ein kleines Schlaflied. Als ich wieder wach wurde, war alles vorbei. Sing doch mal. Boah, du nervst echt. Komm. Schlaf endlich ein. Wir treffen uns in den Traum. Fahr gleich. Schlaf endlich ein. Alter, was machst du da? Du kannst dir nicht alles unter Wasser setzen, ich bin verantwortlich, okay? Ich liebe Schlafen wieder. Es tut mir leid. Ich werde nicht besser. Alles nur eine Frage der Zeit. Ich muss jetzt pennen. Voll sofort.
schlafen wie ein Stein. Hi. Hallo. Kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Ja, also ich suche... Die Liebe. Was? Ein Sommer. Im Januar. Einen Mann. Nee, auch nicht. Eine Mütze. Oh, ja, schon eher vielleicht. Diese ist einfach wie für dich geschaffen. Eine Mütze für... Jean. Jean. Eine Mütze für Jean. Ist sie nicht ein bisschen altmodisch? Altmodisch? Es gibt Dinge, die sind zeitlos. Vielleicht trug sie einst eine Zarin aus Russland mit goldenen Spangen im pechschwarzen Haar. Ich weiß nicht. Bisschen kitschig, oder? Ich bin auch tatsächlich auf der Suche nach einem Geschenk für meinen Freund. Ich wusste es. Kannst du Gedanken lesen? Leider. Wieso leider? Weil dir die Münze so gut steht. Ich guck mal bei den Platten. Wie viel würdest du für die hier haben wollen? Für dich 8 Euro? Mein Freund wird begeistert sein. Soll ich sie als Geschenk einpacken? Nee, ich muss jetzt tatsächlich auch gleich weiter. Ciao. Ciao. Okay, ich würde die Mütze doch nehmen. Das war mir klar. Du kannst gar keine Gedanken lesen. Wieso? Ich habe gar keinen Freund. Und für wen ist die Platte? Kennst du Outlander, die Serie? Das ist die mit den Zombies. Du erinnerst mich irgendwie ein bisschen an den Hauptdarsteller. Ja, ich habe wenig geschlafen. Er muss die Geschichte verändern, damit in der Zukunft alles gut ausgeht. Und schafft er es? Ich weiß nicht. Ich bin erst bei Staffel 3. Aber wenn er es nicht schafft, dann sterben alle um ihn herum. Auch die Frau, die er liebt. Also wenn diesem Typen ein Second-Hand-Laden gehören würde, dann wäre das ganz einfach. Wieso? Er ist der perfekte Ort für eine Überschreibung. Eine Überschreibung? Ja, die alte Geschichte wird durch eine neue überschrieben. Wie bei dir und deiner Mütze. To be continued. Was machst du eigentlich nachts? Wieso? Ich wohne da drüben und ich kann durch mein Fenster hier in den Laden reingucken. Stalkst du mich? Nee, ich kann nur nachts auch oft nicht schlafen. Ich mach Musik. Der Outlander hat genauso eine Narbe wie du da auf der Stirn. Woher hat er die? Von irgendeiner Schlacht auf den Highlands. Spektakulär. Und du? Ich war noch nie in Schottland. Nee, ich meine die Narbe da auf deiner Stirn. Ach so. Habe ich irgendwie vergessen. Und die Platte? Wir können sie uns gerne mal zusammen anhören. Hast du einen Plattenspieler? Fast. Fast? Ich habe ein Radio. Ein Radio? Ja, aber das ist eigentlich viel cooler. Da weißt du nie, was als nächstes gespielt wird. Okay. Glaubst du, ich verändere die Zukunft der Mütze oder verändert die Mütze meine Zukunft? Wahrscheinlich beides. Und glaubst du, die Geschichte geht gut aus? Ich glaube, es gibt kein Happy End ohne einen Film davor. Romantisch. Schon. Obwohl du nur ein Radio hast. Ja. Aber? Nichts aber.
Ich glaube, ich habe mich verändert. Ich bin jetzt auch ein anderer. Und wer bist du? Ein Reisender. Und wo reist du hin? Nach Griechenland. Zu meinem Vater. Und wann kommst du wieder? Vielleicht erst in der übernächsten Staffel. Okay. 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 Es ist noch zu früh. Zu früh für was? Es ist erst Januar. Weißt du was? Scheiß drauf. Die russische Zarin in ihrem Palast war sehr einsam. Schneestürme tobten über das Land und riesige Eiszapfen wuchsen die Zinnen hinan. Nur im Schein von den Pferden fand sie Gesellschaft. Igor und der Schweiger buchtete mit Buchkrämpfen in den Armen heulbeinig aufeinander und pfiff dabei vor sich hin. Bei diesem Lied wird mir ganz warm ums Herz. Das ist eine alte italienische Weise. Woher kennst du sie? Einst half ich bei der Olivenernte im fernen Sizilien. Hoch oben auf der Leiter, den Kopf zwischen den Wolken, sagen wir es. Sizilien. Erzähl mir mehr. Ja. Man muss in ein Boot steigen, um dorthin zu kommen. Das Wetter ist immer gut, die Leute immer freundlich und der Wein schmeckt süß und schwer. Das hört sich wunderbar an. Der Zar hingegen pflegte seine Tage in Moskau zu verbringen. Und wenn er spät abends zurückkam. Nicht sehst du, du lieber
Sus ja me me. Los sus istri. Er schnarchte wie ein Bär und Zahnwälze des schlaflosen Hungers. Мне потом. Давай, давай, пиздец. Morgens war der Zabe leicht, weil die Zaren keine Lust aufs Essen hatte. Хуй, блядь. Trank einen doppelten Wodka zum Frühstück. Und dann rauskam. Igor, lass uns nach Sizilien fliehen. Aber was ist mit ihrem Gemahl, dem Zahn? Ist mir ehrlich gesagt sowas von. Ja, wenn es so ist, dann hält mich auch nichts mehr. Wenn der Frühling den Weg nach Süden freigibt, machen wir uns auf den Weg. Mein Geliebter, ich folge dir bis ins Ende der Welt. Hallo. Ich würde gerne diese Sneaker hier verkaufen. Warum willst du die loswerden? So halt. Die sind doch noch total neu. Ja. Aber? 4 Nummern zu klein. Kann man doch umtauschen. Nee. Warum nicht? Die habe ich von meinem Vater. Er schickt mir immer so Zeug. Dass man nicht umtauschen kann, weil wenn man nach dem Kassenzettel fragen würde, rauskäme, dass man das, was er geschickt hat, umtauschen will. Und es wäre dann umso nerviger, weil er hat sich ja so viel Mühe gegeben und wäre völlig geknickt, weil er meine Größe nicht wusste. Und das würde dann ein stressiges Gespräch werden, auf das man eigentlich gar keinen Bock hat. Woher weißt du das? Ich tausche auch nicht so. Wieso? Wie alt bist du? 21. Shocking. Absolut. Das heißt, ich kann mich darauf einstellen, dass das hier so weitergeht? Ich befürchte es. Und was schenkt dir dein Vater so? Alles in der Kiste. I hate Mondays. Das Traurige daran ist, dass er wirklich glaubt, dass ich sowas anziehe. Genau so eine Jacke hat mir mein Vater letztes Jahr auch zum Geburtstag geschenkt. Die Ärmel gingen mir ungefähr bis hier. Das große Buch, die Überlebenstheorie. Meine Mom ist ausgeflippt. Wo wohnt dein Vater jetzt? In Grönland. Ah, ist er ein Eskimo? Nee, Eistaucher. Krass! Das habe ich mal auf YouTube gesehen. Die schneiden damit so Motorsägen so Löcher ins Eis und dann springen die damit so Spezialausrüstung rein. Das sieht voll abgefahren aus, vor allem von Unterwasser mit den eingefrorenen Luftblasen und den Sonnenstrahlen, die von oben reinschauen. Ich fahre demnächst hin. Du hast auch. Klar. Krass. Ich habe meinen Vater noch nie besucht. Warum nicht? Ich stehe nicht so auf Edgeburg. Verstehe. Und deine Mutter? Ist quasi erleuchtet. Oh, meine nicht. Die ist ein bisschen chaotisch. Sie geht manchmal, ohne nach links und rechts zu gucken, über die Straße. Ich glaube, ich habe da was für sie. Was ist das? Das liegt hier schon ewig rum. Wow, ein Kompass. Leute, das sieht nicht gut aus! Wir kentern! Wir kentern! Mir ist so schlecht, ich will Heli übersterben! Reiß es nochmal zusammen! Segelrappen! Segelrappen, hab ich gesagt! Alter, ich schwör! Scheiße! Mann, über Bord! Zu Hilfe! Zu Hilfe! Wir müssen umdrehen, Kerzenwende! Nicht klar, nicht klar! Wo ist der scheiß Rettungswagen? Wir haben keinen mehr! Den haben wir doch neulich gegen eine Flasche rumgetauscht! Halte durch! Wir kommen! Hol dich raus! Wir halten daran fest! Ich bin das Körper mein Bein! Zieh ihn, verdammt! Auf ihn! Wir haben ihn! Ich glaube, ich muss noch mal kurz. Ich glaube, er wird mir mein Leben geben. Aber wo sind wir? Wir sind völlig vom Kurs abgekommen. Wir richten uns nach dem Kompass. Immer Richtung Süden. Immer Richtung Süden. Mein Papa, wenn wir das überleben, dann lohne ich mir feierlich nie wieder zu fliegen.
nächsten Morgen ist das Meer spiegelglatt. Die Mannschaft ist fix und fertig, aber am Leben. Möwen! Land! Land in Sicht! Aber wir haben es geschafft! Paradise Island! Ich könnte heulen. Männer, das haben wir nur diesem Kompass zu verdanken. Er hat uns geleitet. Er hat uns auf den rechten Weg geführt. Moment, war das nicht Gott? Ja, der auch. Aber ohne den Kompass, seien wir doch mal ehrlich. Schau doch. Ich, wo ist jetzt die Pulle, die wir gegen den Rettungsring eingesetzt haben? Jawohl, die Pulle! Ja, nix da, du musst raus. Auf uns! Auf den Kompass! Auf Paradise Island! Den schenke ich dir für deine Mom. Echt? Gib mir doch noch deine Telefonnummer, dann melde ich mich bei dir, sobald ich deine Sneaker verkauft habe. Ja. Ja, danke, Mann. Dann bis dann. Ciao. Ich bin untergetaucht. Bis jetzt hat mich noch keiner vermisst gemeldet. Warum auch? Zu wichtige Meetings, zu nichtig mein Tun und Lassen. Zu mickrig meine Hinterlassenschaften. Heute ist eine besondere Nacht. Der Frühling löst den Winter ab. Ich will nach Hause. Das ist euer Laden, euer Haus, eure Straße, eure Stadt. Da hinten liegt deine Ukulele. Warum habe ich dann Heimweh? Manchmal, wenn etwas Neues beginnt, sehnt man sich nach dem Alten. Mein Herz schlägt irgendwie so langsam. Das liegt an dem Zeitraumvakuum. Was? Wenn eine Zeit in die nächste übergeht, gibt es einen kurzen Moment des Stillstands. Wie der Punkt zwischen dem Ein- und Ausatmen. Ich fühle mich orientierungslos. Wie wäre es mit schwerelos? Eher haltlos. Mach eine Party. Ich bin nicht in Stimmung. Was ist eigentlich dein Problem? Mein Problem ist mein Problem. Na dann, alles Gute zum Geburtstag. Mercedes. Wie Mercedes? Wie das Auto? Meui. Das Lächeln der Mona Lisa. Paris. Der Getränkeautomat in der Jugendherberge war immer kaputt. Meistens. Ich sitze hier in der Jugendherberge vor dem Getränkeautomat, der soeben meine letzten 2 Euro verschluckt hat. Dunkel. Dann wieder hell.
Diese Fachklassenfahrt ist absolut für den Arsch. Den ganzen Tag Schlange stehen vor irgendwelchen beschissenen Museen. Und abends darf man noch nicht einmal raus. Und jetzt funktioniert noch nicht einmal dieser verfickte Getränkeautomat. Dunkel, dann wieder hell. Das ist anscheinend so ein Bewegungsmelder. Immer wenn jemand über den Flur latscht, dann geht das Licht an. Lila Strumpfhosen. Ich schaue an ihnen entlang. Bis zu einem Lächeln. Das Lächeln der Mona Lisa. Quatscht sie gerade wirklich mit dem Getränkeautomat? Und tatsächlich, es blinkt und tatsächlich kommt noch eine Cola raus. Wie hast du das gemacht? Nett mit ihm gesprochen. Das ist ein französischer Automat. Ich glaube nicht, dass der Deutsch kann. Ich spreche Spanisch, Englisch, Finnisch, Chinesisch, Portugiesisch und Französisch. Wow. Okay, Finnisch und Chinesisch ist gelungen. Und was habt ihr beiden so besprochen? Ich habe gesagt, dass du eine Cola verdient hast. Ja, habe ich das. So süß fertig, wie du ausschaust. Ja. Du erinnerst mich irgendwie an meine Mom. Wieso? Weil die auch mal mit so Sachen spricht. Hm. Sie ist überzeugt davon, dass jedes Ding eine Seele hat. Und du? Ja, ich weiß nicht. Sie hat halt einen ganzen Laden vollgestopft mit Sachen. Und es kann schon echt anstrengend werden, wenn wirklich jedes Ding eine Seele hat. Hm. Ich bin übrigens Mercedes. Mercedes, wie Mercedes. Genau. Also wie das Auto. Genau. Mein Vater hat einen Mercedes. Einen 220-8 in Himmelblau. Er ist damit nach Mexiko gefahren. Mexiko. Er arbeitet dort als Archäologe. Himmelblau. Was? Das Auto. Ja. Irgendwie latscht gar keiner mehr über den Flur. Ja, 9:30. Licht aus. 10 alle ins Bett. Hast du Angst? Nee. Sonst könnte ich dich beschützen. Also, ja. Ja, wenn ich es mir so recht überlege, ist mir schon ganz schön mulmig. Dann komm mit. Und was, wenn sie uns erwischen? No risk, no fun. Licht aus. Oh, la torre sto caffè mio lassù. Muss es sein? Ich versuche zu pennen. Hola, testo cariño, Pedro Marín. ¿Hablas español? Hola, soy Ernesto. Barbarita, con eso, mamá, mamá. Hola, esto cabello, ve. Tire sota, quivero, tumbare, so. Ey, was geht denn hier ab? Sorry, Mann, aber du störst. Ja, genau. Rio, was soll das? Also ehrlich gesagt, dachte ich, dass wir wegen gestern Nacht... Was gestern Nacht? Was passiert? Wenn dir was unserer Freundschaft liegt, dann verpisst du dich jetzt. Ja, aber ich wusste gar nicht, Mann. Wie soll ich es wissen? Ja, jetzt weißt du es. Darf ich vielleicht auch mal was dazu sagen? Nein! Wenn es unbedingt sein muss... Alles ist immer in Bewegung. Gestern war ich mir sicher, dass Rio und ich zusammengehören. Doch heute spüre ich, ich muss mit Ernesto sein. Sorry, Mann. Okay, ich hab verstanden.
Hey, was ich noch sagen wollte wegen Paris. Paris. Soll schön sein da. Du warst also noch nie in Paris? Leider nein. Dann kennst du wahrscheinlich auch keinen Ernesto? Ernesto? Ein Spanier? Schade. Ich kenn Spanisch. Wieso Vergiss schade? Es. Ich glaube, ich gehe dann besser. Nein, nein, geh nicht. Mercedes. Nichts als gähnende Leere, die sich wichtig macht. Was in Abwesenheit gerade noch glänzte, jetzt ermattet und fahl. Wie die Visage dort. Gepfählt und gerädert. Ob eine Blutwäsche wohl frischen Wind brächte. Oder eine Bierdusche. Kann ich mich hier vielleicht kurz unterstellen? Ja, klar. Gerade schien noch die Sonne. Ja, Aprilwetter halt. Und mir tropft alles. Ich bin das mittlerweile gewöhnt. Jetzt komme ich auch noch voll zu spät. Es wird sicher bald wieder auf. Cooler Laden. Danke. Gehört meiner Mama. Bin hier sowas wie der Babysitter. Ich kann meinen Job am Radio jetzt bestimmt vergessen. Ja, aber ich kann das Radio. Wetterfrosch. Ich hatte mal einen Feuersalamander. Ja, bei meinem Job als Wetterfrosch da muss ich dann, je nachdem wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist oder so, ein- oder mehrmals ins Mikrofon quaken. Okay. Den Job gibt's auch immer nur in einem Tag im Jahr, nämlich am 1. April. Ah. Es schüttet immer noch wie aus Eimern. Brauchst du ein Regenschirm vielleicht? Das wäre meine Rettung. Ja klar, gib dir einfach einen aus. Vielen Dank, ich bringe ihn morgen gleich versprochen zurück. Wieso hast du das getan? Was? Wieso hast du ihr den Schirm gegeben? Weil es draußen regnet. Dir ist schon klar, sie wird ihn nie wieder zurückbringen. Sie hat es versprochen. Versprechen. Versprechen werden ständig gemacht und ständig nicht gehalten. All diese Schirme wurden irgendwo verloren, zurückgelassen, einfach vergessen. Gewitter, Stürme, Tsunamis. Wenn die Sonne wieder scheint, interessiert sich keiner mehr für sie. Hey, die arbeitet beim Radio. Genau meine Wellenlänge sozusagen. Der Scherz mit dem Frosch, naja. Also ich fand ihn lustig. Sie wirkt ein wenig verwirrt. Aber das ist doch das Schöne an ihr. Weißt du, sie versucht nicht irgendwie einen auf cool zu machen. Den Schirm sehe ich nie wieder. Jetzt gib mir doch mal eine Chance. Das sagt der Richtige. Erzähl ihr ja nichts über deinen Vater oder irgendwelche Reisepläne. Sonst verhinderst du im Vornherein schon wieder alles. Was soll ich sonst machen? Soll ich sie anlügen? Na, dann gib mir doch mal eine Chance. Eben. Sag ich doch. Hi. Hi. Schönes Wetter heute, gell? Ja, natürlich. Also es tut mir wirklich sehr leid und es ist mir auch wirklich sehr peinlich, aber ich habe deinen Schirm in der Tram liegen lassen. Ah, ja.
Ja, ich meine, das kann ja mal passieren. Ich meine, passiert den Besten, ist auch überhaupt kein Problem. Wir haben 1000 Schirme hier, ganz neue sind einfach... Sorry, mich hat's erwischt. Meine Mutter schwört auf Ingwertee. Ingwertee, wo gibt's den? Hier. Aber nur, wenn's keine Umstände macht. Ganz so gar nicht. Die auch zu verkaufen? Nee, das ist meine. Du spielst Ukulele? Leider nicht. Soll ich es dir beibringen? Unbedingt. Hier aber erstmal, damit du wieder gesund wirst. Das ist lieb von dir. Dafür musst du mir jetzt aber auch was auf der Ukulele beibringen. Es fühlt sich alles so gut an mit dir. Und wenn das mit uns so bleibt, dann bleibe ich hier. Deine Katze kann mich nicht leiden, egal. Denn meine Zahnbürste thront auf dem Badezimmerregal. Und eigentlich finde ich Katzen voll scheiße. Deinen vergoldeten Rang. Dabei weiß ich nicht einmal deinen richtigen Namen. Und ich frage mich, und ich frage dich, ist das zwischen uns, sind wir für immer? Die stand da irgendwie ungünstig. Nee, die stand da genau richtig so. Ich kauf dir eine neue, okay? Die kann man nicht neu kaufen. Warum nicht? Ich mag da jetzt nicht drüber reden. Es tut mir leid, okay? Ja. Mir auch. Jetzt ist die Stimmung irgendwie komisch. Ja. Irgendwie schon. Aber wer zu lost ist, um seine Koffer zu packen, wird kostenpflichtig abgeschleppt. Das wird richtig teuer und tut weh. Eine ultrahohe Dosis Vergissmeinnicht kann tödlich sein.
aber auch milder denn je im Abgang. Abgerundet mit einer Prise Abgrund. Besser kann man es vermutlich nicht ausdrücken. Wahrscheinlich nicht. Lass uns... Freunde werden? Scheißspruch. Obwohl ich nicht über meinen Vater geredet habe, wirft es jetzt ausgerechnet seine Tasse runter. Self-fulfilling prophecy. Diese Tasse hat mein Vater meiner Mutter geschenkt, da war ich noch nicht mal geboren. Denk einfach nicht mehr daran. Es ist einfach nur schade um den Schirm. Scherben bringen Glück. Ich hoffe es. Suchst du etwas Bestimmtes? Ich fliege morgen zurück nach Tokio und suche nach einem Souvenir. Vielleicht einen dieser großen Krüge, aus denen man hier das Bier trinkt? Oder eine dieser Hosen aus Leder? Nicht dein Ernst, oder? Oh, bitte nicht wegwerfen. Warum nicht? Kann man reparieren. Bringt jetzt auch nichts mehr, oder? Kintsugi. Ich spreche aber leider kein Japanisch. Okay. Mit Gold flicken. Mit Gold. Hi. Hi. Kintsugi? Eine alte japanische Kunst. Mhm. Die zerbrochenen Stücke werden dabei mit Goldstaub wieder zusammengefügt. Okay. Dadurch bleiben die Risse sichtbar und machen deine Tasse hier zum Beispiel einzigartig und wertvoller als zuvor. Wabi-sabi. Wabi-sabi. Die Schönheit im Unvollkommenen. Klingt interessant. Hier. Kintsugi-Reparatur-Kit. Kann man ganz einfach online bestellen. Ja, aber Lieferzeit 6 bis 7 Monate. Manche Dinge brauchen eben ihre Zeit. Na, wenn du meinst. Aber Lederhose habe ich leider keine. Wie wäre es hiermit? Sensationell! Arigato. Arigato. Dein Name nochmal? Mai. Mai. Wie viel kostet denn das Kleid? Gute Heimreise, Mai. Servus. Servus. Willst du jetzt allen Ernstes diese Scherben aufheben? Ich weiß auch nicht. Die Tasse ist mit so vielen Erinnerungen verbunden. Hey, was machst du da? Hör sofort auf damit. Sorry. Scheiße, die Bücher. Die waren ja völlig auf. Die alten Schenkel liest doch eh keiner mehr. Aber jedes Ding hat eine Seele. Man muss auch loslassen können. Meine Mutter rastet aus. Aber die ist weit weg. In Indien. Meinst du? Und für deinen? Und für ihr Kammer. Na, dann. Schon mithelfen. Ist besser, wenn du das alleine machst. Hey, wer hat denn hier die Überschwemmung verursacht? Endlich nimmst du die Dinge in die Hand.
Dann kann die jetzt aber auch endlich mal weg. Wie viel Platz man hier auf einmal hat. Woher hast du eigentlich die Narbe an deinem Ellenbogen? Langsam glaube ich echt, dass du Masochist bist. Warum? Weil du immer so drauf abfährst, wenn sich jemand wehtut. Ich habe eben Mitgefühl. Mitgefühl. Jetzt spring schon, du Lacher, aus dich. Das ist eine Behinderung. Heute ist deine allerletzte Chance, um zu beweisen, dass du keine Memme bist. Heute ist meine allerletzte Chance, um zu beweisen, dass ich keine Memme bin. Spring, Mann, jetzt oder nie. Jetzt oder nie.
Wo sind deine Eltern? Meine Mama ist in der Arbeit. Und dein Vater? Der ist im Ausland. Das ist Verletzung der Aufsichtspflicht. Handynummer. Es gibt sicher Ärger. Kann er echt nicht schwimmen, oder was? Oh, das nächste Mal dann wieder mit schwimmen. Was hast du da gemacht? Ich hab dich da gesehen. Ich war in meinem Leben noch nie in einem Schwimmbad. Chlor ist gar nicht gut für meine Haut. Oh, jetzt traust du hier schon wieder alles voll, oder was? Hey, warum bist du nicht in der Gärtnerei untergekommen als organische Sprinkelanlage oder sowas? Ich meine, die hätten dich im Gegensatz zu mir gebraucht. Seitdem ich hier bin, schläfst du noch viel besser. Hä, was? Ich schlaf überhaupt nicht mehr. Wir machen Musik zusammen. Wir machen Musik zusammen. Du hörst dich an wie so eine Kindergartentante, weißt du das? Und du hast immer jemanden zum Reden. Wenn du damit das Wühlen in meiner Vergangenheit meinst? Ich glaube, du brauchst noch einen Arm. Ganz sicher nicht. Hallo, ich interessiere mich für den Fadenmolch. Lesotrium helvidicus. Ein ziemlich seltenes Exemplar. Du kennst dich mit Molchen aus? Ich habe die eine Zeit lang gezüchtet. Hatte auch mehrere Feuersalamander und ein Zackenlurchpärchen. Cool. Ich schreibe gerade meine Masterarbeit über Amphibien. Der wissenschaftliche Name von Amphibia, auf Altgriechisch Amphibios, doppellebig, zieht sich auf die beiden Lebensphasen vor und nach dem Abschluss der Metamorphose. Wow. Metamorphose ist tatsächlich einer der Schwerpunkte meiner Arbeit. Ich beziehe mich dann auch noch auf die griechische Mythologie, weil sich ja Zeus in einen Stier verwandelt hat, als er Europa betören wollte. Und Europa konnte ihm dann nicht widerstehen, weil er sich nicht ficken kann, oder was? Typische Männerfantasien. Wäre Homer eine Frau gewesen, hätte sie sich bestimmt was Originelleres ausgedacht. Vielleicht hätte Zeus sich dann in einen Fadenmolch verwandelt. Vielleicht. Was machst du hier? Renovierst du? Eher das Gegenteil. Ich baue mir gerade ein Tiny House. Ich dachte, du bist Naturwissenschaftler. Das ist ein guter Ausgleich. Und da gibt es ein Sumpfgebiet, ich kann also Forschung vor Ort betreiben. Sezierst du Frösche bei lebendigem Leib? Du hast eine Turbo-Cut? Ja, und? Ja, und sexy. Was ist bitte an einer Säge sexy? Also, ich meine die Molche in Verbindung mit einer Turbo-Cut. Hoffentlich verwandelst du dich jetzt nicht in einen Stier. Hey, Metamorphosen werden immer durch Hormone auf. Kannst du hier ganz kurz festhalten? Es gibt ja diesen einen Moment, in dem alles stimmt. Von der Temperatur bis zur Bodenbeschaffenheit. Also Insekten sind zwar nicht mein Fachgebiet, aber die Larven der Manche-Zikada aus der Familie der Singzikaden warten 17 Jahre lang auf diesen einen Moment, um zu schlüpfen. Der Urknall. Und dann kommt alles in Bewegung. Zikade. Was macht sie eigentlich, wenn sie dann endlich mal geschlüpft ist? Party, Romance, Summer of Love. Und dann? Und dann kommt der Herbst. Ich muss jetzt hier weitermachen. Hilf mir bei meinem Tiny House. Ich. Du. Der Faden, glaube ich. Und bring die Turbo-Cut mit. Es gibt viel zu tun. Aber ich. Ich schicke dir einen Starter. Ich hab kein WhatsApp. Hallöchen. Ich bin irgendwie von
ist gut ein Stück hier. Okay. Ist das auch was für eine Atlantik oder so? Ja klar, Roman. Zählst du auch? Nein, ich nicht, aber mein Vater. Okay. Ja, der hat eine Surfschule in Portugal. Ach krass, wo denn? In Nazaré. Ach geil, Mann. Ja, da finden jeden Winter die Surfweltmeisterschaften statt. Ja, eben. Krass, da muss dein Dad ein Vollprofi sein, oder? Ja, der macht das schon sein ganzes Leben lang. Krass. Und dann chillst du hier, oder was? Ja, aber ich fahr mal zu ihm und steig bei ihm in der Surfschule ein. Aha. Ja, dann gib mir die Adresse durch, dann komm ich vorbei, wenn ich in der Gegend bin. Ja, unbedingt. Nice. Wegen dem Brett? Ach so. Ja, also, ich würde es nehmen. Krass, Deal. Ach, könntest du mir vielleicht Surfschuhe geben? Schon, aber Maisbach? Oh, wenn schon, oder? Okay. Ist was hops gegangen, Mann. Scheiß drauf. Wem oder was sollst du jetzt als Beweis? Ich wollte jetzt surfen lernen. Da sollst du mir sagen, dass du nicht schwimmen kannst, ey. Das hat nicht gesagt. Boah, du bist voll durch. Hast du jemanden, der sich um dich kümmert? Ja, leider. So ein Schock, Mann. Mach so einen Scheiß nicht wieder, klar? Warum kann ich nicht schwimmen? Woher soll ich das wissen? Ich verstehe einfach nicht, wieso ich mich nicht erinnern kann. Das ist völlig normal. Niemand kann sich an alles erinnern. Hast du was damit zu tun? Ha? Ständig gibst du mir die Schuld für alles. Was kann ich denn dafür, dass du dir einbildest, du wärst Kelly Slater? Aber ich kann mich an echt wichtige Dinge nicht mehr erinnern. An mein erstes Mal, an meinen besten Freund. Woher ich die Narbe an meiner Stirn habe. Unnötiger Ballast. Woran hältst du denn so verzweifelt fest? Lass es los. Gib dich hin. Keine Fußspuren, in die ich treten kann. Keine Brotkrumen am Wegesrand. Kein Weg, nur Rand, an den ich mich gedrängt fühle. Kein Sturm, kein Drang, nur Druck, der auf mir lastet, der in mir wütet. Düster. Die Untiefen, die ich erforsche. Schroff und offshore, die Felsen, die einmal Teil meiner Brandung waren. Lebensmüde, die paar Fühler, die ich ausfasst. Im Halbschlaf. Der Punkt zwischen dem Ein- und Ausatmen. Dem Hier und Jetzt. Hi. Ich wollte fragen, ob die Ukulele im Schaufenster noch zu verkaufen ist. War das hier nicht mal ein Second-Hand-Laden? Ja. Aber? Das wird jetzt ein Meditationszentrum. Ein Ort der Klarheit und Stille. Schade. Ich fand das eigentlich irgendwie immer ganz cool, hier so in den Sachen rumzustöbern. Die Ukulele ist nur zu haben. Mir sagten viele Dinge vieles, so dicht liefen sie neben meinem Dasein her, dass sie ein halbes Leben mit mir lebten.
der einst auch einen halben Tod mit mir sterben. Schon mal was von Marie Kondo gehört? Man muss sich von Dingen verabschieden. Liebe Ukulele, danke, dass du für mich da warst. Ciao. Und das Bild da? Also, das Motiv ist nichts Besonderes, aber bei mir im Gästeklo könnte es vielleicht hinpassen. Nehmen Sie es am besten einfach gleich mit. Eine einzige Träne. Mehr traut sich wohl nicht aus der Komfortzone. Wenn diese eine Träne jetzt von meiner Wange auf eine Wimper treffen würde. Oder ich sehe eine Sternschnuppe. Ich glaube, ich wäre lieber wunschlos unglücklich, als wir von so einem Hoffnungsschimmer die miese Stimmung ruinieren zu lassen. Ich lausche. Ich Geräusch. Ich lese mich komplett weg. Ich bin gerade nur noch, was mit Gegenwart und Vergangenheit und Zukunft nur noch klang. Ich komplett und Vergangenheit nichts. Ich hab so einen krassen Klang. Das Quietschen von den Bremsen kommt in dieses Rauschen mit rein. Und plötzlich ist alles ausgeschalten. Ich hab das Gefühl, nur noch Klang ist ausgeschalten. Ist Weltraumrauschen. Der Klang ist Einssein mit allem. Ich vibriere auf einem anderen Level und Alter, ich leuchte. Der Klang. Was geht gerade ab? So richtig krass. Alter, so nah. Ich vibriere auf einem. So nah war ich dem Tod noch nie. Noch nie. So nah war ich noch nie davor, eine Schwelle zu übertreten. Zwischen Freitod und Eisprung verläuft ein schmaler Grat, auf dem ich Seiltanz. Weiß Gott, wie weit noch, oh hoch. Verrat mir, wann ich heim darf. Es ist live zu live und er steigt die Sterberate dreifach. Doch sei's drum, ich weiß noch, der Tiefschlag in Schieflage mit Schlagseite wurde wieder und wieder zu Eis mit Schlagsahne. Stab weit oder Hochsprung. Lauf weiter im O-Ton. Gewohnte Bahnen im Umkreis von Meilen, die meine Kurven betonen. Ich nehm Kurs auf die leiseste Ahnung. Arm aus dem Pfeil auf Streifschuss durchs Fibbeln. Doch knapp vorbei ist auch daneben, gell. Wer leiht Gesellschaft auf feinstofflicher Ebene, er hört Gebete. Who flattens the curve und schnürt Kehle zu. Ich geh zugrunde am runden Dreh. Ewig lang, lost in time. Ich will die Vettel vergolden wie das Schloss Versailles. Ich Luft anhalt und Zeit stoppt, doch es perlt ab, als wär nix. Ich hoffe auf Lebenszeichen aus Kerken. Selbst auf Leertasten hämmern wir herzlich. Ich erhöhe die Ortskenntnis im Erdkern auf Umwegen. Zerreiß Proben nur so lehrreich, bis sie herzeigbar sind und mehr nicht. Ab, wir müssen los. Dein Flug geht in 3 Stunden. Hast du irgendwas genommen? Fuck, der ist hier völlig ausgenockt. Was machen wir jetzt? Ins Flugzeug setzen. So kommt er doch niemals durch die Passkontrolle. Fuck. Rio, wo ist dein Ticket? Das muss ja irgendwo hier sein. Hier ist es ja. 30. Dezember um 13 Uhr. Der 30. war gestern. Heute ist der 31. Rio. Nee, oder? Das darf jetzt nicht wahr sein. Du hast deinen Flug verpasst, Mann. Scheiße, wir hätten uns irgendwie mehr um ihn kümmern sollen in letzter Zeit. Jetzt ist eh schon alles gelaufen.
Hier ist doch eigentlich die perfekte Location, um Silvester zu feiern. Wir sagen den anderen Bescheid. Wahrscheinlich LSD. Oder Pilze. Aber es scheint ganz nice zu sein. Der Schock kommt wahrscheinlich noch, wenn er checkt, dass er echt seinen Flug verpasst hat. Rio, alles halb so wild. Wir sehen uns dann später. Und dreh die Heizung ab. Es fühlt sich alles so leicht an. Das ist doch genau das, was du wolltest. Wo sind wir hier? In allem und im Nichts, Rio. Wer ist Rio? Du bist jetzt eine Zelle, die noch nicht befruchtet wurde. Du kannst noch mal ganz von vorne anfangen. Ich fühle mich eigentlich gerade sehr wohl hier. Dann bleib doch einfach. Das ist meine letzte Lieferung für dieses Jahr. Prost, Max. In einer Zeit, wenn die nächste übergeht. Ein Ort der Klarheit und Stille. Ernesto, klingt spanisch, ein Spanier. Einer dieser Hosen aus Leder. Alte japanische Kunst. Ganz einfach online bestellen. Wabi-Sabi, die Schönheit im Unvollkommenen. Hey Leute, krass! Ich hab die ganze Zeit gedacht, dass ich nicht schwimmen kann, weil ich vergessen hab, wie ich schwimmen gelernt hab. Aber obwohl ich nicht mehr weiß, wie ich schwimmen gelernt hab, weiß ich jetzt, dass ich schwimmen kann. Rio, du kannst nicht schwimmen. Du wärst damals im Schwimmbad fast abgesoffen. 10. 9. Dein Vater, der war übrigens gar nicht im Ausland. Der war am Pier Zigaretten kaufen, als 7, du auf dem 10-Meter-Brett standest. 6. Und deine Mutter? Die war überhaupt nicht arbeiten, 5, weil Sonntag war. Die saß in der Sonne und hat sich gebräunt. 4. Deine Eltern haben sich fürchterlich gestritten. Beide haben sich die Schuld dafür gegeben, nicht auf dich aufgepasst zu haben. Und am Ende haben sie sich getrennt. 1. Und du warst schuld. Du kannst nicht schwimmen. Du wirst hier mal nicht absaufen. Schirme. Hey! Wie sollen die Finger von meinem Schirm lassen? Diese deine Schirme, du kleiner Hund. Die gehören mir doch überhaupt. Ich werde dich vernichten. Aus welchem schlechten Film? Ich werde dich ausrotten, als ob du nie existiert hättest. Das ist jetzt der Showdown. Okay? Damit kämpfen wir. Mit Regenschirm. Hey Rio. Hey Jeanne, schön, dass du hier bist. Happy New Year. Komm, lass uns draußen anstoßen. Boah, aber es pisst ganz schön draußen. Ist kein Problem. Ich hab einen Schirm. Nein, hast du nicht. Passt man auch gut zu zweit. Tut man nicht. Dieser Schirm hat die ganze Zeit auf uns gewartet. Hey, wenn du das jetzt machst. Wieso bist du eigentlich noch hier? Ich dachte, du wolltest nach Griechenland. Dann bin ich weg. Ist dauernd was dazwischen gekommen. Für immer. Ich bin dir voll gar nicht mehr sauer wegen damals. Jetzt machst du es so dramatisch. Du hattest recht. Das wirst du bereuen. Sicher nicht. Es war noch zu früh. Du wirst mich vermissen. Das ist wirklich. Es war erst Januar. Ich werde dich vermissen. Aber jetzt ist wieder Januar. Happy New Year. Happy New Year. Ach. Weißt du was? Scheiß drauf.
fragt einen Weisen und eine Weise. Und beide reißen Witze. Scheint also amüsant zu sein, die Antwort auf alles. Wie will sowas verstanden sein? Wie sich selbst abhanden kommen? Wenn aufrichtige Innenschau insgeheim ausgeklammert wird? Von London über Mannheim bis ins Kaff der guten Hoffnung, alles trockengelegt. Hoffentlich nicht, offensichtlich nicht. Da pocht noch etwas im Verborgenen, will nur geborgen werden, neugeboren. Dieser Funken, für immer kurz vorm Übersprung, bereit zu empfangen und seinen Reichtum preiszugeben, wartet. Geduldig, noch geduldiger sogar als die Larven der 17 Jahre Zikade.